Starfield, Stalker 2, Star Wars Jedi Survivor. Das Spielejahr 2023 steckt eigentlich voller Gaming-Highlights. Und doch gibt's da ein Spiel, das die gesamte Konkurrenz weit hinter sich lässt. Zumindest wenn man nur auf die nackten Zahlen guckt. Nämlich The Day Before. Das Open-World-Survival-MMO ist ein absoluter Renner auf Steam. Lange Zeit saß der Titel komfortabel auf Platz 1 der Spiele, die die Nutzer am häufigsten auf ihre Wishlist packen. Über 220.000 Follower warten sehnlich darauf, dass das Ding am 1. März endlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Und ja, auch ich bin einer davon. Aber nicht, weil ich es kaum erwarten kann, mich endlich in den postapokalyptischen Überlebenskampf gegen Menschen und Zombies zu stürzen, sondern weil ich endlich wissen möchte, ob das Ding wirklich in dem Zustand erscheint, in dem es uns seit jetzt knapp 2 Jahren angepriesen wird. Da habe ich nämlich immer noch enorme Zweifel. Warum? Das liegt besonders an den Umständen, unter denen The Day Before entsteht. Angefangen beim Entwickler Fantastic. Der ist ein relativ unbeschriebenes Blatt in der Spielelandschaft. 2015 in Jakutsk gegründet, der kältesten Stadt der Welt, machte das russische Studio bisher vor allem durch eine Sache von sich reden. Ziemlich durchwachsene Spiele, die im Early Access verhökert wurden, um dann nie fertiggestellt zu werden. Auf die Kappe von Fantastic geht beispielsweise das 2017 erschienene The Wild 8. Ein Survival-Spiel, in dem ihr euch zu 8 durch die eisigen Weiten von Alaska schlagt. Das war wohl gar nicht mal so schlecht. Nachdem der erste Hype aber verflogen war und die Spielerzahlen stetig sanken, machte man einen schnellen Rückzieher. Die Rechte am Spiel wurden an Publisher Hype Train Digital verkauft. Fantastic sahnte also ein knappes halbes Jahr nach Early Access Release nochmal dick ab, ließ die Spieler dann in der eisigen Kälte zurück und ging weiter zum nächsten Projekt. Das folgte 2019. Dead Dozen, ein First-Person-Survival-Horrorspiel, in dem ihr zu viert aus einer mysteriösen Pyramide entkommen müsst. Das spielte sich allerdings so furchtbar, dass sich das niemand freiwillig antun wollte. Zum Release waren 81 Spieler gleichzeitig online, der Höchstwert in der gesamten, wenn auch recht kurzen Lebensgeschichte. 3 Monate später wurden Support und Verkauf des Spiels eingestellt. Die ganze Nummer scheint Fantastic so peinlich zu sein, dass man das Spiel nicht mal mehr auf der hauseigenen Website findet. Gleiches gilt übrigens für das Point-and-Click-Adventure Radiant One, das euch für den Preis von 2,50 € sagenhafte 30 Minuten Spielzeit bietet. Das einzige halbwegs vorzeigbare Projekt des Studios ist Prop Night. In der Mischung aus Dead by Daylight und Prop Hunt müssen sich Spieler als Umgebungsobjekte verkleiden, um nicht von einem verrückten Killer gemeuchelt zu werden. Für das asymmetrische Multiplayer-Spektakel gibt es auch ein Jahr nach Release immer noch neue Inhalte. Das ist zumindest schon mal was Positives. Nur dumm, dass anscheinend niemand den Content mag. Aktuell hat Prop Night ziemlich durchwachsene Steam-Bewertungen. Daran sind auch Bugs, Cheater und eine toxische Community schuld. Ihr seht, eine allzu glorreiche Vorgeschichte haben die Macher jetzt nicht. Da fällt es schwer zu glauben, dass sie wirklich in der Lage sind, ein Spiel in der Größenordnung von The Day Before zu entwickeln. Wir reden hier immerhin von einem MMO. Fantastic verspricht unter anderem eine riesige Open World mit dynamischem Wetter, Looting, Crafting, Survival-Mechaniken wie Hunger, Durst, Müdigkeit und Kälte, PvE und PvP-Elemente, Waffenmodifizierung, Fahrzeuge und sogar Housing. Ganz schön viel für gerade mal 100 Entwickler, die dann laut eigener Aussage auch noch komplett remote arbeiten. Und die bisherigen Trailer, die all diese schönen Features zur Schau stellen, haben an meiner Skepsis auch nicht wirklich was geändert. Ja, das Gezeigte sieht meistens gut aus, aber genau das ist das Problem, es sieht schon fast zu gut aus, um wahr zu sein. Was irgendwie unweigerlich die Frage aufwirft, wie echt das ganze Gameplay eigentlich ist. Für Material direkt aus dem Spiel wirkt es oft zu linear und zu geskriptet. Von der versprochenen Open World sieht man eigentlich nie was, immer verdecken irgendwelche Bäume die Sicht.
Angebliche Gegenspieler verhalten sich überhaupt nicht menschlich und Zombies zerplatzen spektakulär in ihre Einzelteile, obwohl niemand gezielt auf sie geschossen hat. Das hat alles mehr was von einem Vertical Slice, also von einem vorgerenderten Ausschnitt eines Spiels, der für Investorenpräsentationen oder ähnliches genutzt wird. Das sagen sogar Leute aus der Entwicklungsbranche selbst, die sich das Video auf YouTube mal näher angeschaut und eine Reaction dazu aufgenommen haben. Here's the thing, and this is why I think it's pre-bank. Yeah. That's supposed to be another player. Right. Can we go back? See the way they come in? It looks like it's an animated character that's not another player. Because if it was a real player, the animation wouldn't be that wouldn't smooth. Be that smooth. When you actually play a game, you're kind of jittery. Und dann haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass das Designkonzept von The Day Before wie wild aus anderen Spielen zusammengeklaut wirkt. Man erkennt ein bisschen DayZ, ein bisschen Days Gone, die Schriftart wurde von The Last of Us übernommen, die Spielwelt sieht 1:1 aus wie die von Ubisofts The Division 1. Dazu kommen Szenen und Screenshots, die von der Aufmachung her frappierende Ähnlichkeiten zu SnowRunner und dem Remake von Resident Evil 2 haben. Kurzum, das ganze Projekt macht jetzt nicht unbedingt den vertrauenswürdigsten Eindruck. Interviews mit dem russischen Studio lesen sich immer verdächtig gleich und irgendwie nichtssagend, weil kritischen Nachfragen einfach immer ausgewichen wird. Streams mussten wegen technischer Probleme kurzfristig verschoben werden. Auf Twitter kündigte man groß an, bei 10.000 Likes einen umfangreichen Gameplay-Clip zu veröffentlichen, konnte dann aber nicht liefern. Nicht mal den Release-Termin konnte man einhalten. Aus dem zweiten Quartal 2021 wurde Juni 2022, nur um dann in Mai zu sagen, ach, upsi, es wird dann doch 2023, wir fangen in der Unreal Engine 5 nochmal von vorne an. Ja, und dann ist da noch die Sache mit den Volunteers. Im Juli 2022 wandte sich Fantastic an die Öffentlichkeit, um freiwillige Unterstützer für das Projekt zu suchen. Die sollten bei der Weiterentwicklung von The Day Before helfen, allerdings vollkommen unbezahlt. Stattdessen gäbe es coole Rewards wie kostenlose Codes oder ein Teilnahmezertifikat. Kein Scherz, wer an einem selbsternannten AAA-Projekt mitarbeitet, bekommt nicht mehr als einen Grundschüler bei den Bundesjugendspielen. Zwar ruderten die Macher später unter dem enormen öffentlichen Druck zurück, Volunteers wären nicht direkt in die Entwicklung involviert, es ging mehr um Aufgaben wie Übersetzung, Playtesting und Community Management, aber der Schaden war schon angerichtet. Seitdem herrscht weitestgehend Funkstille. In den folgenden knapp 6 Monaten gab es nicht mehr zu sehen als 2 nichtssagende Screenshots von irgendeinem generischen Vorort und einem unförmigen Händler mit langweiligen Dialogoptionen. Bis zum großen Auftritt auf der Consumer Electronics Show in der vergangenen Woche. Im Rahmen des GeForce Beyond Streams wurde ein Teaser mit sagenhaften 15 Sekunden Gameplay veröffentlicht, ergänzt um ein paar Moodshots aus der Spielwelt, sogar mit aktiviertem Raytracing. Dazu gewährte Fantastic einen Blick hinter die Kulissen, in dem wir zwar sehen konnten, wie eine Frau um einen Weihnachtsbaum tanzt und ein Typ bei minus 60 Grad Celsius Holz hackt, Aufschlüsse über Spielinhalte oder Mechaniken suchte man aber vergeblich. Und das 2 Monate vor Release. Angesichts so vieler Red Flags sollten selbst beim leidenschaftlichsten Fan mittlerweile alle Alarmglocken losgehen. Niemand hat The Day Before bisher spielen können. Und ich meine wirklich, absolut niemand. Es gab weder Beta-Tests für ausgewählte Vorbesteller noch Hands-on-Events für Pressevertreter. Wir müssen also darauf vertrauen, dass uns die Macher nicht mit geschöntem Gameplay hinters Licht führen, dass es das Spiel genau so gibt und dass es sich genau so spielt, wie in den Trailern zu sehen ist. Das hat ja schon bei Watch Dogs und Cyberpunk so gut funktioniert. Natürlich kann ich mich mit meinem Pessimismus täuschen. Ich würde mich sogar richtig gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber mit Blick auf den aktuellen Stand der Dinge halte ich es für deutlich realistischer, dass der 1. März für alle Fans von The Day Before zu einer ziemlich herben Enttäuschung wird. Entweder weil wir überhaupt nicht das Spiel bekommen, das uns vorher versprochen wurde, weil der Release aus irgendeinem hanebüchenen Grund nochmal verschoben werden muss, oder weil wir am Ende einfach gar kein Spiel bekommen.